was ich vorhin gesehen habe, ist ein bisschen kaputt. Und zwar wahrscheinlich hat hier jemand mit der Faust irgendwie gegengeschlagen oder so. Sieht schon sehr nach Faust aus. Willkommen zurück, Freunde, auf unserem YouTube-Kanal. Mein Name ist Vadim und auf diesem Kanal findet ihr die besten Immobilien zu den bestmöglichen Preisen an der Costa Blanca hier in Torre Vieja. Gut, heute sind wir am Strand von La Mata. Wie ihr sehen könnt, es ist ein sehr schöner, lauwarmer Tag. Es sind 20 Grad und ja, der Strand von La Mata ist ziemlich groß, 15 Kilometer. Die Immobilie, die ich heute zeige, ist nur 50 Meter entfernt von diesem Ort. Das ist das Gebäude dort und es ist sehr gut gelegen, direkt am Zentrum. Am Strand, da ist der Turm von La Mata, verschiedene Restaurants, Tapas-Bars und eigentlich alles, was man so für den Urlaub und für das alltägliche Leben so braucht. Ne? Gut, die Immobilie kostet übrigens nur 90.000 Euro, hat einen seitlichen Mehrblick, zwei Schlafzimmer. Das heißt, heutzutage findet man eigentlich in La Mata nichts mit zwei Schlafzimmern für 90.000. Benötigt etwas Renovierung, also naja, nicht etwas, sondern sehr viel Renovierung. Und wir haben inklusive im Preis einen Garagenstellplatz unten in der Tiefgarage. Also es ist ein sehr guter Preis. Tiefgaragen hier kosten um die, ich weiß nicht, 15.000 Euro, vor allem so groß wie das da ist. Also das werdet ihr gleich alles sehen. Und ja, übrigens, falls ihr Immobilien, bevor sie auf den Markt kommen, bevor wir sie auf die Website bringen oder ein Video machen, könnt ihr mein Instagram folgen. Hier ist mein Instagram. Und dann könnt ihr Immobilien sehen, bevor ihr, also ich poste die da immer im Stories, dann könnt ihr die vorher sehen, bevor sie überhaupt auf den Markt kommen. Und jetzt, meine Freunde, gucken wir uns mal das Ganze von innen an. Kommt mal mit. Okay, das ist der Eingang. Das ist das Treppenhaus zum Gebäude, welches wir, wo die Immobilie ist, die wir euch heute zeigen. Und übrigens da rechts, wie ihr sehen könnt, hier ist direkt der Strand. Also es sind, ich glaube, 30, 40 Meter. Auf der anderen Seite, dort links, haben wir die Calle Mayor. Das ist die hauptzentralste Straße in La Mata. Das heißt, wir haben direkt hier die Bushaltestelle, Restaurants, Bars, Schuhgeschäfte, Optiker. Also ist alles hier in der Straße. Übrigens, von der Bushaltestelle könnt ihr eigentlich nach Torre Vieja fahren, ins Zentrum fahren, zum Krankenhaus fahren. Das ist eigentlich sehr, sehr, sehr gut gelegen. Gut, also Top-Lage. Kommt mal mit hoch. Es ist übrigens der vierte Stock, es ist das letzte Penthouse, also eine Penthouse-Wohnung im obersten Geschoss. Und ja, kommt mal mit. Okay, wir fangen unsere Immobilientour aus der Küche an diesmal. Also nicht aus, von der Terrasse oder Balkon, sondern von der Küche. Denn sie sieht schon sehr besonders aus. Wir haben braune Fliesen mit so Blümchen an den Wänden und die Immobilie ist eigentlich sehr verlassen auch, also ich glaube hier waren jahrelang, war hier niemand drin und ihr müsst überlegen, 90.000 Euro, zwei Schlafzimmer mit Garage, okay, der Garagenstellplatz in der Tiefgarage kostet schon ja, um die 13.000 Euro hier in La Mata, ja, sie sind schon sehr gefragt. Okay, Küche, relativ groß, viel Platz, auch alles verlassen, alles, ja, sieht einfach alles. Man muss alles machen eigentlich, also die Küche komplett neu. Gut, dann gucken wir uns mal erstmal das Schlafzimmer an. Und zwar, das ist das kleine Schlafzimmer und die Tür hier übrigens, was ich vorhin gesehen habe, ist ein bisschen kaputt. Und zwar wahrscheinlich hat hier jemand mit der Faust irgendwie gegengeschlagen oder so, sieht schon sehr nach Faust aus. Oder vielleicht ist jemand hingefallen, also sieht schon komisch aus. Gut, das Schlafzimmer übrigens ist nicht so groß. Es passt hier ein Bett rein, ein 90er Bett. Naja, wenn man ein zweites reinquetschen möchte, dann vielleicht ein zweites, aber ein Bett, vielleicht ein Schreibtisch, kleines Kinderzimmer, ist schon, ja, ist schon ganz ordentlich. Also alle streichen auch, ne? Ihr werdet den Fußboden neu machen und dann ab in die Vermietung oder in die Ferien, zum Ferien machen. Gut, dann haben wir das Badezimmer. Das muss eigentlich auch komplett gemacht werden. Also wie ihr sehen könnt, sind hier zum Beispiel Fliesen komplett abgerissen, kaputt. Seit Jahren war hier niemand drin. Die Eigentümer sind sehr, sehr nette Leute. Wir haben schon einige Immobilien von denen verkauft. Das sind etwas ältere Spanier. Und die verkaufen jetzt auch diese Wohnung und jahrelang war hier niemand drin. Die haben es kurzzeitig vermietet gehabt. Wahrscheinlich haben die noch was kaputt gemacht und dann haben die es nicht repariert. Aber trotzdem,
ihr kauft hier die Wände, die Größe und das ist eigentlich relativ groß, auch das Badezimmer. Gut, dann schauen wir mal weiter. Küche haben wir eben gesehen, okay. Dann haben wir hier das Wohnzimmer. Sehr hell auch. Wir haben hier Morgensonne, das heißt die Sonne geht hier oben, hier hinten hoch. Und haben wir die Morgensonne. Nachmittags haben wir dann keine Sonne hier, aber immerhin die Morgensonne. Interessantes Sofa, blau und gelb. Ich habe im englischen Video gesagt, dass es aussieht wie Yellow Submarine. Yellow Submarine Sofa. Essbereich, hier kommt der Fernseher hin. Da muss auch eigentlich alles gestrichen werden und eventuell neuer Fußboden rein. Gut, hier haben wir wieder das Problem mit der Faust. Irgendwas gegengeschlagen oder irgendwie ist kaputt oder hingefallen, ich habe keine Ahnung. Dann haben wir das Hauptschlafzimmer, welches übrigens auch Ausgang zur Terrasse hat. Und hier ist es schon ein bisschen größer, das heißt hier passt ein Doppelbett hin, einen Schrank kann man hinstellen und ja. Keine Nachbarn oben, wir sind die letzte Wohnung im kompletten Gebäude. Und kommt mal mit auf die Terrasse, das heißt auf die Terrasse können wir aus dem Wohnzimmer raus oder aus dem Schlafzimmer. Und hier aus dem Fenster, schaut mal, können wir das Meer sehen. Da wo wir eben waren, das heißt wo wir eben das Video angefangen haben, auf der rechten Seite sehen wir das Meer, den Strand. Und ja, das war's eigentlich. Das war die Immobilie. Man muss viel machen. Es ist ein super Angebot, exklusiv bei unserer Agentur. Und ihr müsst schnell sein, denn für unter 100.000 Euro haben wir immer weniger und weniger Immobilien. Ich suche schon jetzt im Internet raus, okay, wo sind welche bei uns unter 100.000, damit ich die aufnehmen kann. Hier in La Mata sowieso nicht, also gibt es eigentlich gar nichts. Und vor allem mit zwei Schlafzimmern. Ne? Also ihr könnt auf unsere Website gucken, auf jeder Internetseite. Hier gibt es eigentlich nichts unter 100.000 mit zwei Schlafzimmern, was ungefähr so nah am Strand ist, okay. Gut, und mit Garagenstellplatz, ne? Ganz wichtig, Tiefgaragenstellplatz. Gut, abonniert den Kanal und schreibt mir in WhatsApp, kommentiert das Video, falls ihr sowas sehen möchtet oder falls ihr einen Neubau sehen möchtet, ich weiß es nicht. Schreibt mir in die Kommentare, ob euch das Video gefallen hat, was ihr so denkt über die Immobilie und was denkt ihr so, wie viel man hier reinstecken muss. Wäre auch interessant für mich zu wissen, was ihr so denkt, wie viel man hier reinstecken muss. Okay, gut, dann sehen wir uns zum nächsten Mal. Abonniert den Kanal, ganz wichtig, liked das Video, Daumen hoch und bis zum nächsten Mal in Spanien.